Wir zeigen Ihnen, wie bei einer Bandsäge das Sägeblatt gewechselt wird und Sie danach die Bandsäge wieder richtig einstellen können. Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. In diesem Video wechseln wir das Sägeband bei unserer Bandsäge BS32012. Die gezeigten Abläufe sind aber nahezu bei allen Bandsägen mit einer 3-Rollen-Führung die gleichen. Sie können mit dieser Methode also die meisten Bandsägen einstellen. Zuerst wird die Maschine vom Stromnetz getrennt, die Anschläge entfernt, die Türen geöffnet und die Bandführung gelockert. Die Rollen der 3-Rollen-Bandführung werden gelockert, damit wir nachher genug Platz haben, um auch ein breiteres Sägeband einsetzen zu können. Nun noch alle Abdeckungen und Einlagen entfernen. Anschließend wird das Sägeband durch Lösen des Handrads für die Sägebandspannung entspannt. Bei manchen Modellen, zum Beispiel der größeren Diktum BS36014, lässt sich die Säge durch einen Hebel entspannen. Das Sägeband wird vorsichtig von den Laufrollen genommen und aus der Sägebandführung und der Abdeckung ausgefädelt. Achten Sie darauf, dass das Sägeband dabei nicht zu stark gebogen oder gar verknickt wird. Das neue Sägeband wird nun auf umgekehrtem Weg wieder eingefädelt und locker auf die obere und untere Laufrolle gelegt. Eventuell muss hierfür das Handrad für die Spannung weiter gelockert werden. Das ist hier aber nicht der Fall. Nun wird das Sägeband wieder durch Drehen des Handrads leicht vorgespannt. Die Bandspannung ist abhängig von der Breite des Sägebandes. Breitere Sägebänder können stärker gespannt werden als schmale. Um den Lauf des Sägebandes einzustellen, wird die obere Laufrolle von Hand langsam gedreht und die Neigung der Laufrolle am hinteren Handrad allmählich angepasst. Das Sägeband soll möglichst mittig auf den Laufrollen laufen. Tendiert das Sägeband dazu, nach hinten zu laufen, muss die Laufrolle etwas nach vorne geneigt werden. Tendiert das Band dazu, nach vorne von der Rolle zu laufen, muss sie nach hinten geneigt werden. Läuft das Sägeband mittig auf der Rolle, wird die Einstellung am Handrad mit der Kontermutter fixiert. Bevor wir die Führung des Sägebandes einstellen, wird noch kontrolliert, ob das Sägeband rechtwinklig zum Arbeitstisch steht, beziehungsweise ob der Sägetisch vielleicht leicht geneigt ist. Hier ist alles okay, das Sägeband und der Tisch stehen rechtwinklig zueinander. Jetzt können wir die Bandführung an das neue Sägeband anpassen. Für optimale Schnittergebnisse stellen Sie zum Einstellen die Sägebandabdeckung auf die spätere Arbeitshöhe ein. Zuerst wird an der oberen Führung die hintere Rolle so eingestellt, dass sie knapp hinter dem Sägeband sitzt. Das Sägeband soll ohne Belastung, also wenn nicht gesägt wird, die Führungsrolle nicht berühren. Dann werden nacheinander die beiden seitlichen Führungsrollen möglichst nahe am Sägeband ausgerichtet. Sie sollen ca. 2 mm hinter dem Zahngrund stehen und sich ebenfalls nicht dauerhaft mitdrehen, sondern nur das Sägeblatt unterstützen, wenn es seitlich belastet wird. Um dies zu überprüfen, wird die obere Laufrolle mit der Hand gedreht. Die Führungsrollen drehen sich nicht dauerhaft mit. So können wir die Einstellung belassen und nun die untere Führungsrolle auf gleiche Weise einstellen.
Auch hier wird wieder zuerst die hintere Führungsrolle nahe an den Rücken des Sägebandes herangestellt. Anschließend stellen wir die seitlichen Führungsrollen, ebenfalls mit einem minimalen Abstand, an das Sägeband heran. Auch hier drehen sich die Rollen nur ab und zu mit. Die Einstellungen können wir so lassen. Vor einem ersten Testlauf werden alle Sicherheitsabdeckungen wieder angebracht und die Tischeinlage eingesetzt. Für den Testlauf wird die Bandsäge kurz ein- und direkt wieder ausgeschaltet. Sollte das Sägeband von den Laufrollen springen, ist die Maschine bereits wieder gestoppt. Hier ist aber alles okay und wir können einen Probeschnitt machen. Dazu stellen wir die Sägebandabdeckung auf die richtige Höhe ein. Der Sägeschnitt ist sauber, das Sägeband verläuft nicht. Mit diesen Einstellungen können wir mit dem neuen Sägeband also arbeiten. Für die Diktumbandsägen BS32012 und BS27010 gibt es die Präzisionsbandführung BSF, die für schmale Bänder mit 3 mm Breite gedacht ist. Die Nutbreite der Präzisionsbandführung lässt sich durch Beilagscheiben in 0,05 mm Schritten auf die Stärke des Sägebandes anpassen. Zur Montage der Präzisionsbandführung BSF werden das Sägeband und die normale Dreirollenführung entfernt. Die Präzisionsbandführung wird an der gleichen Stelle wie die normale Dreirollenführung montiert. Auch die untere Dreirollenführung wird gegen eine genotete Präzisionsrolle ausgetauscht. Aber Achtung, halten Sie beim Entfernen die Montageplatte für die Rollenführung mit der linken Hand fest, damit diese nicht herunterfällt. Auch die untere Präzisionsbandführung wird zunächst nur locker angeschraubt und erst später ausgerichtet und dann festgeschraubt. Jetzt können wir ein schmales Feinschnittsägeband auflegen. Das Sägeband wird wie ein normales, breiteres Sägeband ausgerichtet. Es soll ebenfalls mittig auf den Laufrollen laufen, nur die Bandspannung ist bei einem schmalen Sägeblatt etwas geringer. Auch ein solch schmales Sägeband wird zunächst leicht vorgespannt und dann die obere Laufrolle mit der Hand gedreht, um den Lauf des Sägebandes am hinteren Handrad einzustellen. Auch die genoteten Präzisionsführungsrollen werden so eingestellt, dass das Sägeband frei läuft und nur bei Belastung durch die Rollen unterstützt wird.
Die Position der unteren Präzisionsführungsrolle lässt sich durch die Öffnung im Arbeitstisch gut kontrollieren und einstellen. Nachdem beide Rollen der Präzisionsbandführung BSF ausgerichtet sind, werden wieder alle Abdeckungen angebracht und die Einlage im Arbeitstisch eingesetzt. Machen wir einen kurzen Testlauf. Ups, da stimmt was nicht. Strom ist angeschlossen. Dann kann es eigentlich nur an den Sicherheitsschaltern für die Türen liegen. Ja, das könnte es gewesen sein. Die Bandsäge wieder nur kurz ein- und direkt wieder ausschalten. So können wir die Einstellungen lassen. Jetzt machen wir auch mit dem schmalen Sägeband wieder einen Probeschnitt. Diese Anleitung zum Einstellen von Bandsägen können Sie im Diktum-Blog noch einmal nachlesen. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, abonnieren Sie den Diktum-YouTube-Kanal. Bei Fragen hinterlassen Sie einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal bei Diktum. Thank you.